siehst, wo die Gipskartenwände schon stehen, da haben wir einen Trockenputz. Bis dahin müssen wir den Weissputz machen. Ja, okay. Mein Name ist Ruben Dies. Ich arbeite in einer mittelgrossen Firma. Könnt ihr hier hinten aufladen, aus dem Gestell raus. Da könnt ihr den Baugips mitnehmen und den Weissputz könnt ihr auch gerade mitnehmen. Die Voraussetzungen sind sicher, dass man schwindelfrei sein muss, ein gutes Auge hat, geschickt mit den Händen sein und in guter körperlicher Verfassung sein soll. Meine wichtigsten Tätigkeiten sind der Trockenbau, Isolationen und verschiedene Bütze wie Grundputz, Massbütze, verschiedene Strukturbütze. Ja. Gut. Im Trockenbau tun wir dann als allererstes alles einmessen, damit man dann Metallprofil kann einsetzen kann, wo man dann Gipskartonplatten anschrauben kann. Unter Trockenbau versteht man Aufbau von nicht tragenden Wänden und Abhängen von Decken. Teamarbeit ist sehr wichtig in dem Beruf, weil man die meisten Arbeiten einfach nicht alleine machen kann. Da braucht man einfach mehr Hände. Gegen den Schall und für die Wärmeisolation setzen wir im Zwischenraum von den Metallprofilen auch noch Glaswolle oder Steinwolle einsetzen. Zu den wichtigsten Arbeiten gehört sicher das Verputzen. Bevor wir verputzen, müssen wir aber viele Vorarbeiten machen, wie Abdecken, Fugen spachteln, Netzeinbettungen und natürlich auch Gerüste stellen. Was mir am Beruf besonders gefällt, ist, dass man viel herumkommt. Man kann mit den Händen arbeiten, man kann auch selber arbeiten, alleine, selbstständig, aber auch im Team. Man lernt immer neue Leute kennen und ist jeden Tag an einem anderen Ort. Bevor die Berufsleute mit Verputzarbeiten beginnen, kontrollieren sie sorgfältig den Untergrund. Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Und vor allem darf es keine Hohlräume haben. Etwas, das vor allem bei Umbauten vorkommen kann. Solche Hohlräume spüren sie zum Beispiel durch gleichmäßiges Abklopfen der Wand oder Decke auf. Schnelles und genaues Arbeiten, handwerkliches Geschick und gute Materialkenntnisse sind Voraussetzungen für diesen Beruf. Grundputz zum Ausgleichen von einer schrägen Wand arbeite ich meistens mit einer grossen Maschine. Und wichtig ist es auch, Schutzhandschuhe zu tragen und eine Schutzbrille, weil das sehr gefährliches Material ist, besonders für die Augen und für die Haut. Als erstes machen wir Grundputz, das ist die Basis für verschiedene Arten von Deckputz. Der Deckputz ist dafür da, dass die Oberfläche hart wird. Sie kann je nachdem fein, strukturiert oder rustikal aussehen. Gips ist ein Material, das man sehr vielfältig einsetzen kann.
Es erlaubt auch je nachdem eine gewisse Kreativität. Zum Beispiel, wenn man eine Stuckatur herstellen muss. Beim Anmachen vom Gips für eine Stuckatur ist es sehr wichtig, dass man den Gips ganz vorsichtig ins Wasser hineinstreut, damit er sich ganz mit Wasser vollsaugen kann, damit er keine Klimpen bildet. Das ist so ähnlich wie wenn man Maizena anmischen für eine feine Suppe oder eine Soße. Eine Stuckatur ist ein Dekorationselement, das man an Decken oder an Wand kleben kann. Und das wird mit Hilfe einer Schablone hergestellt. Was mich am meisten fordert, ist noch schwierig zu sagen. Sicher die körperliche Belastung, dass man den ganzen Tag auf den Beinen ist. Man muss viel tragen. Im Winter auch ist es manchmal kalt, im Sommer sehr heiß. Für das muss man körperlich fit sein und sich auch einen gesunden Rücken haben. Darum mache ich auch möglichst viel Sport. Wir arbeiten aber auch draußen, dort die Fassade renovieren, isolieren und einen neuen Verputz aufbringen. Im Zeitalter des Energiesparens wird die Aussenisolation natürlich immer wichtiger. Die Aussenisolation funktioniert so, dass man Polystyrolplatten an die Fassaden klebt und dann verputzt. Die Berufsleute spielen eine wichtige Rolle im Bereich des energetisch und ökologisch optimalen Bauens. Es kommen immer wieder neue Materialien auf den Markt und damit auch neue Anwendungsmöglichkeiten und neue Verarbeitungstechniken. Dies bedingt, dass die Berufsleute sich dauernd auf dem Laufenden halten müssen. In schwierigen Momenten entstehen sicher Stresssituationen, die Arbeiten in kürzester Zeit erledigen müssen. Man liebt schon in Verputzarbeiten, wie man da am Schluss des Tages sieht, was man gemacht hat. Zum Beispiel komme ich morgen auf eine Baustelle, wo alles noch im Rohzustand ist. Dann mache ich meine verschiedenen Arbeiten und am Abend sieht es einfach wieder neu aus und das ist das Gute am Beruf. Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil ich gerne im Team arbeite und die Abwechslung auf verschiedenen Baustellen gesucht habe. Ich denke, dass der Beruf eine lange Geschichte hat und auch in Zukunft eine wichtige Rolle wird spielen. Ja, grüezi, das ist Dias von der Max Schweizer AG. Ich hätte eine Bestellung für Sie. Und zwar wäre das 8 Sack 3 mm Kalkputz mit Rundkohl. Mein berufliches Ziel ist sicher, mehr Erfahrung zu sammeln und dann eine Schule für Polier und dann sicher auch die Meisterprüfung zu machen.